Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was mich noch ganz interessiert, Herr der Ringe ist ja für euch so eine Koryphäe. Also ihr liebt ja Herr der Ringe, hast du mir vorhin irgendwie ganz kurz mal erzählt. Und lasst euch quasi von den Filmen auch für eure Texte inspirieren. Ja, es geht ein bisschen weiter. Die Musik wird teilweise schon dadurch inspiriert, durch dieses ganze Universum. Also es ist dann, weiß ich nicht, ein Zusammenspiel aus dem, was Kunst mit diesem Werk gemacht hat. Also da geht es nicht nur um die Literatur, sondern auch um Gemälde, die gemalt worden sind, die Filme zum Beispiel, Hörspiele, was auch immer. Also es ist ja ein ganzes Genre, was da entstanden ist. Und das hat einen Einfluss auf die ursprünglichen Ideen, die wir anbringen für ja, neue Stücke. Und wenn dann einmal so ein Konzept musikalisch so gereift ist und auch praktisch diese Sprache schon spricht, dann greife ich die logischerweise auch in den Texten auf. Schön. Bei euch auf der Internetseite kann ich sehen, dass ihr halt so tolle Artikel verkauft, wie zum Beispiel Kaffeebecher, Schlüsselanhänger. Was geht denn da so am besten? Das interessiert mich jetzt mal total brennend. T-Shirts, würde ich sagen. T-Shirts? Also eigentlich geht alles gut. Wir können uns nicht beklagen. Alles, wo Blind Guardian draufsteht. Ja. Da ist auch Blind Guardian drin. Da ist Blind Guardian drin. Kaffee haben wir noch nicht, aber die Becher zumindest dazu, die funktionieren auch ganz gut. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag irgendwie aufs Konto gucken und jetzt wirklich checken. Ach komm, jetzt sei ehrlich, Mensch. Seit 10 Jahren nicht mehr. Nicht mehr nötig. Guckst du nicht mehr auf dein Konto? Okay, super, nee, alles wir richtig lassen gemacht. Nur noch für uns arbeiten. Wir lassen andere drauf gucken. Trinkst du denn aus so einem tollen Kaffeebecher? Ich trinke natürlich aus tollen Kaffeebechern. Euren eigenen natürlich? Natürlich. Das ist ja klar. Man muss ja auch seine eigene Marke fördern und unterstützen. Was steht denn bei euch als nächstes an? Wir arbeiten gerade seit 15 Jahren an unserem Orchesterprojekt und hoffen, dass wir das dieses Jahr weiterführen können und ja, werden dem Ziel ein Stückchen näher kommen, hoffe ich. Ja, mit dem Prager Orchester. Das ist wohl wahr, ja. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist denn das so? Aufregend. Wir haben mit unserem letzten Album, At the Edge of Time, erstmal mit einem richtigen Orchester gearbeitet. In der Vergangenheit haben wir viele orchestrale Elemente in die Musik eingebaut, aber meistens sind die dann durch Keyboards ersetzt worden. Einfach aus Kostengründen und weil wir nicht die richtigen Leute gefunden haben. Mit dem letzten Album sind wir da fündig geworden und haben auch schon die ersten Sachen fürs Orchesterprojekte aufgenommen. Nur, wie André schon sagte, ist ein echt langer Weg. Mhm. Ich denke mal, so 2-3 Jahre muss man noch warten. Prag ist eine schöne Stadt, da kann man den einen oder anderen Tag schön verbringen. Super. Vor allen Dingen müssen wir nicht arbeiten, wir gucken bloß zu. Ja, das ist ganz geil, wenn du da sitzt und in diesem schönen Rudolfinum und dann spielen da, weiß ich nicht, 72 Leute deine Musik. Oh, hat was. Gänsehautfieber, oder? Ja, sehr schön. By the Bard Song, ja, das ist ja irgendwie eine Hymne, ein Hymnenlied, was sie auf der Bühne spielt. Sag mal, wie ist denn das, wenn dann so das ganze Publikum anfängt, damit zu trällern? Das ist doch ein Gänsehautfieber, das ist doch großartig, oder? Ja, es macht einen schon dankbar, auf jeden Fall. Und für mich ist vor allen Dingen immer schön, ich habe Pause. Ich muss nicht mitsingen oder nur sehr wenig singen. Und das ist bei einem 2-Stunden-Set natürlich auch schon so eine Sache, die dann ins Gewicht fällt. Und den Leuten zuzugucken macht auf jeden Fall jedes Mal tierisch Spaß. Ja, und jetzt wollen wir das natürlich gleich mal hören. Denn jetzt spielt ihr für uns diesen unglaublichen Song, diese Hymne. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ja. Ne? Na dann? 1, 2, 3.